Herr Dr. Rauber, 3:0 gegen Bayer Leverkusen. Wie fällt Ihr Fazit aus nach diesem Spiel? Wir sind sehr schwierig ins Spiel reingekommen, haben am Anfang sehr viel Glück gehabt, dass wir bei 3 überragenden Szenen der Leverkusener nicht in Rückstand geraten sind. Aber als wir das verkraftet haben, ist dann eben auch das wieder wahr geworden, was viele eben auch als Fußballweisheit sagen: Wenn man die Tore nicht macht, dann geht es meistens nach hinten los. Und das war in diesem Fall jetzt mal für die Leverkusener so, und wir haben davon mal profitiert. Ich glaube, dass es wichtig war, dass direkt nach dem Beginn der zweiten Halbzeit wir die Chance genutzt haben, dieses Tor zu machen. Es war fast eher zufällig nach der Ecke, aber diese Tore muss man auch erstmal machen. Und danach war es etwas einfacher, weil die Leverkusener etwas aufgemacht haben, weil Kießling in der zweiten Halbzeit fehlte, der eine überragende erste Halbzeit gespielt hat und den Leverkusen dann offensichtlich gefehlt hat in der zweiten Halbzeit. Was zeichnet die Stärke von Borussia Dortmund Ihrer Ansicht nach aus? Die Mannschaft liefert hier ja Vollgasveranstaltungen, wie man sie schon lange nicht mehr erlebt hat. So hat es Jürgen Klopp versprochen, Vollgasveranstaltungen. Man kann das nicht an jedem Wochenende abrufen, aber immer öfter. Und das ist eine Mischung aus absoluter körperlicher Fitness. In hohem Maße spielt die Mannschaft in nahezu der gleichen personellen Formation und vor allen Dingen immer in dem gleichen taktischen Gewand. Und da werden die Wege immer deutlicher, wie sie verlaufen sollen. Und die Mannschaft hält sich auch immer mehr ein. Und selbst für uns so bedeutende Ausfälle wie Bender oder wie Hummels, die kompensieren wir eben einfach doch mit unserem recht dünnen Kader, und die anderen Spieler fügen sich da ganz nahtlos ein, und das ist vielleicht auch eine Stärke, dass Borussia Dortmund eben die nicht nur die mannschaftliche Geschlossenheit, sondern die Kadergeschlossenheit eine große Rolle spielt und dass es dort keine Eifersüchteleien gibt und dergleichen mehr. Trotz der sehr guten Positionierung in der Tabelle, warum ist es jetzt so wichtig, weiter nur von Spiel zu Spiel zu schauen? Jetzt geht es nach Berlin. Ja, weil es nichts anderes gibt, was real ist. Und wir müssen jedes Spiel wieder für uns erarbeiten und müssen jedes Spiel annehmen und mit der gleichen Hingabe und mit der gleichen Arbeit und mit dem gleichen fußballerischen Vermögen angehen. Und wer zwingt uns denn hier irgendwelche Hochrechnungen anzustellen, die wir gar nicht haben wollen? Also da lassen wir uns auch nicht aufs Glatteis führen. Vielen Dank, Dr. Rauber.